Hallo, guten Abend. Willkommen und so weiter. Da sind wir wieder. Willkommen im fast schon Wochenende-Stream. Da sind wir wieder. Warte mal hier kurz, da musst du erstmal wieder checken, dass ich mit Controller spiele. Bin etwas trantütig heute. Also kann sein, dass ich vielleicht ein bisschen länger brauche, um Rätsel, noch länger brauche, um Rätsel zu lösen. Noch länger. Ich habe mal auf Fortsetzen gedrückt. Harold Levy is leaving his flat. My patience is paid off. Neue Aufgabe. Falsche Taste. Click and Point, so ähnlich. Es ist einfach für Adventure. Hi, Cherubim. So, ne? Wir zeigen und klicken auch, ne? Also, ich zeige die ganze Zeit. So. Guten Abend, herzlich willkommen und so weiter. Ich muss einen Weg in Levys Wohnung finden und die Kiste unter dem Bett von Levy untersuchen. Da haben wir hier rechts noch irgendwas. Hier. Ja. Okay. So. Herzlich willkommen. Mal sehen, ob ich das hier wieder zustande kriege. Also ich muss mal eins sagen. Ich glaube fast, dass mein Rechner zu laut ist. Das hört man nicht die ganze Zeit, aber der macht hier gerade so ein bisschen einen auf Turbine. The place seems empty enough. Now to find a way into Levy's garage. Ich habe früher, muss ich mal kurz erzählen, in meiner alten Wohnung hatte ich eigentlich ein ziemlich cooles, also so rechnertechnisch war das cool gemacht, ne? Gut optimiertes Game. Eigentlich. Wenn man sich mal so anguckt, die Grafik ist ja nun nicht gerade herausragend, ne? Ich habe hier aber auch ehrlich gesagt kein Ding ins Laufen, kein Taskmanager, der guckt, wie dolle die CPU und so belastet wird. Also es sieht ja nun nicht, es sieht irgendwie schön aus, passend für so ein Adventure, aber es sieht ja nun, sagen wir mal, nicht aus, als würde die Grafikkarte da an ihre Grenzen gebracht werden, ne? Oder die CPU. Ne, ist ja nun nicht, ne? Sieht man ja irgendwie ganz, ganz deutlich, dass da nicht so viel Leistung abverlangt wird. Aber der Kumpel hier, der pustet ganz schön. Also, wie optimiert es ist, ich weiß es nicht. Ne? So, wir gucken uns mal hier um. Fenster. Fenster lässt sich bewegen. Ich komme an den Knopf ran, ja, nein. Ah, aber ich habe sowieso ein paar Sachen vor. Ne? Mach mal schnell wieder zu hier. Der hat lange Arme, ja. Genau. Ich will sowieso ein paar Sachen mal ausprobieren. Vielleicht muss ich den Kumpel auch mal entstauben. Vielleicht ist das ja auch einfach mal notwendig, ne? Das kann schon sein. Wasserhahn. Okay. Ich würde mal sagen, Wasserhahn funktioniert. Ermittlung beenden. Können wir da weg? Also was ich sagen wollte, in meiner alten Wohnung, da hatte ich ein quasi so ein Setup, also so eine räumliche Aufteilung.
Da war es ziemlich egal, wie laut der Rechner war. Weil ich saß quasi so wie jetzt mit dem Rechner an der Wand. Also hier hinter den Monitoren ist die Wand, kein offener Raum. Und zu den, da hatte ich mehr Räume, da hatte ich mehr Platz. Hinter der Wand war ein anderer Raum. Und es war unten in der Wand war ein Loch. Und zwar so ungefähr so in der Größe. Weil meine Vormieterin hatte da irgendwie ein Loch gebohrt, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht weiß. Und da habe ich die ganzen Kabel einfach, also ich habe den Rechner einfach im Nebenraum stehen gehabt. Der stand einfach nebenan und ich habe mit langen Kabeln einfach alles verbunden. Ich hatte dann so ein USB-Switch und lange HDMI-Kabel und DVI-Kabel und lange Audio-Kabel. Und ich habe einfach die Tür zugemacht von dem Raum. Der konnte pusten, wie er wollte, der Rechner. Ich habe nichts gehört. Ne? Das war eigentlich ziemlich geil. Und eigentlich, das kann ich jetzt hier natürlich in der kleineren Wohnung hier nicht machen. Ne? So, weil ich habe hier halt. Naja, ich habe hier halt nicht so viele Räume, in denen das sinnvoll geht, ne? Sprechen? Wie sprechen? Nein, da wird nicht gesprochen. Was hat er? Toys. Why does Spiel. Harold Levy have them? Spielsachen? Ein Ball. Aber wie gesagt, da werde ich ein paar Sachen ausprobieren. Cyrox, hallo, guten Abend. Willkommen. Spielsachen. Was habe ich eigentlich im Inventar? Schultertasche ist leer. Gut. Quasi neuer Tag, neues Glück, ja. Toys. Toy Story. Viel mehr kann ich hier nicht sehen. What is that smell? Damp, I think. Nässe? Eine gute Chance, dass wir hier erwischt wird, ne? Das ist doch auch so die Sache, die man eigentlich in allen solchen Detektivgeschichten, die so ein bisschen Spannung in all diesen Detektivgeschichten macht, ne? Die Chance, erwischt zu werden hier. So, ich rolle hier noch mal lang in der Erwartung, dass ich vielleicht noch sehe, was ich übersehen habe. Empfang, okay. Ja, genau, das ist ja eine Firma, die der hier leitet, ne? Missing. Ein schwarzes Brett. Okay. Da, 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 da. Aber was man hier vielleicht tun könnte tatsächlich, ist hier vielleicht einfach nochmal so eine Stellwand hinzustellen, ne, die so 1,5 Meter breit ist, so ein bisschen so hoch hier, keine Ahnung, so 1,50 Meter hoch und den Rechner dahinter zu stellen oder sowas, ne? Warte. Is anyone home? Na schau. Good. Gut. Wir brauchen einen Schlüssel, ne? Was haben wir denn hier? There's Harold's mail. I can't get to it from this side. Du musst also von der anderen Seite ran, ne? Ja, okay. Okay.
Kann ich von hier aus nicht so viel machen, wie es aussieht. Das sieht mir so aus, als müsste ich hier irgendwie was hinlegen. Also auf der Seite irgendwas hinlegen, was ich auf der anderen Seite... Was? Ach so. Locked from the other side. Ach so, okay. Locked from the other side, okay. Mr. Levy? Guck mal hier nochmal. Ich wollte nur gucken, dass ich, wie gesagt, nichts übersehe hier. Deshalb. Okay, ich kann hier gerade, jetzt in diesem Moment gerade nicht zurück. Okay. Ein Spieleventil hier gerade, ne? Heißt ja auch, dass ich, wenn ich zurück kann, heißt es auch, dass ich nicht zurück muss. Ne? Ein Fahrstuhl. Ist das überhaupt ein Fahrstuhl oder einfach nur eine elektrische Tür? Oder? Das Ding da macht manchmal komische Sachen. Seine Tasche da, ne? Okay, jetzt sind wir auf der Etage, wo wahrscheinlich die Wohnung von dem Typen ist, oder? Von dem Levy, ne? Also wir erinnern uns, der Grund, warum der hier, der Conway, überhaupt hier in der Wohnung ist, also versucht in die Wohnung zu kommen, ist, dass er durch sein Fenster beobachtet hat, wie der Levy eine merkwürdige Kiste unter seinem Bett betrachtet hat, ne? Ich bin sicher, das ist der Weg zu Levys Flat. Let's hope he's still out. Let's hope. He clearly doesn't want anyone renting too close to home. Aber so ein, ich hätte auch mal wieder Bock, ehrlich gesagt, auf so ein richtig klassisches Point and Click. Ich meine, das hatten wir ja neulich probiert mit Keepsake, aber das war ja dann doch irgendwie nicht so richtig cool, ne? Fand ich zumindest. Warte. Nochmal. Ah, da ist etwas. Eine Briefmarke. Was ist damit? Neben Briefmarke. Warum auch immer. Eine scheinbar unbenutzte Briefmarke. Ich habe seit Ewigkeiten keine Briefmarken mehr gekauft, ehrlich gesagt. Ich schreibe ganz selten Briefe. Also Papierbriefe. Und wenn... Was, wie gesagt, keine Ahnung, ein, zweimal im Jahr vielleicht vorkommt, dann kaufe ich mir keine Briefmarke, sondern ich gehe online und da kann man irgendwie bei DHL, Unterseite, was weiß ich was, weiß ich nicht mehr, da kann man online Porto kaufen und was man da macht, man kriegt irgendwie einen Code genannt, den man quasi einfach mit einem Stift in die Ecke schreibt, wo die Briefmarke hingehört. Und dann ist das dein Porto. Ne? Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so cool, wenn du viel Post hast, weil du dann viel schreiben müsstest. Dann müsste das irgendwie automatisiert werden. Aber eine Briefmarke, wirklich eine Marke, habe ich schon irgendwie Zeit nicht mehr gekauft. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie viel ein Brief kostet. Ah. Warte. Lass mich raten. Blumentopf. Schlüssel. Und dann Blumentopf. Nicht? Das ist doch so der Klassiker, oder? Ah, was haben wir denn da? Oder hinterm Blumentopf?
Und nochmal, lass mich raten. Lass mich nochmal raten. Der stellt wieder alles so hin, dass man sofort sieht, dass jemand da gewesen ist. Motoröl. Okay, Motoröl, gut. Humphreys, okay. Dieser, okay. So, der Schlüssel wird vermutlich hier passen, oder? Ich verstehe das nicht, dieses. Das kenne ich immer nur aus Levis Wohnung. Ganz kurz. Ich kenne das nur aus amerikanischen Serien und amerikanischen Filmen und aus dem, was ich vielleicht mal irgendwie so gehört habe, dieses. Ich finde das so absurd. Dieses Schlüssel in der Nähe von der Tür liegen lassen. So Schlüssel unterm Blumentopf oder so. Oder im Auto hinter der Blende. Ein Schlüssel einfach quasi in Reichweite abzulegen. Ich finde das so absurd. Ich verstehe ihn überhaupt nicht. Mir hat mal jemand gesagt, das ist so, weil die Leute da erwarten, dass die Einbrecher trotzdem kommen und wenn sie rein wollen, wollen sie rein und dann machen sie im Zweifelsfall alles kaputt. Aber, ja. Und dann lässt man sie lieber mit dem Schlüssel rein. Aber ich weiß nicht, das kommt mir auch ein bisschen absurd vor. So, Standardbrief bis 20 Gramm, 85 Cent. Okay. Was haben wir denn hier? Informationen, ja? Räumungsankündigung. Lesen wir es mal. So, Dahlia View Heights. Mahnung wegen ausbleibender Mietzahlung. Androhung der Zwangsräumung. Mieter von Dahlia View Terrace Nummer. Sie sind mit über so und so viel Pfund Miete und vertragst den Rückstand. Wenn Sie mir den geschuldeten Betrag nicht bis zum Zahlen, müssen Sie Ihre Wohnung bis zum Räumen. Das ist so ein Formular, wo man nur noch Leute einträgt, ne? Gefundene mögliche Beweise. Finde ich jetzt noch nicht so verdächtig. Ehrlich gesagt, Zettel von Harolds Freundin. Jedes Mal, wenn du dich mit Frank triffst, lässt du mich ewig lange hier oben allein. Kannst du mir wenigstens ein neues Radio besorgen, damit ich währenddessen etwas zu tun habe? Oder besser noch, könntest du das bisschen Zeit, das wir haben, nicht mit mir verbringen? Was macht ihr beiden eigentlich zusammen? Was lief da letztens im Lieferwagen? Ja. Du bist viel zu geheimnistuerisch, weißt du das? Mädchen wie ich müssen immer mal wieder anständig verwöhnt werden. Ich finde, du solltest mir als Entschuldigung etwas Teures kaufen. Harold Levy has a lady friend. So, Ripto, hallo. Wenn der Standardbrief 40 Gramm wiegt, ja, dann kostet es halt mehr. Dann kostet es halt mehr. Neuer Biografieeintrag. Harold Levy ist der Eigentümer für ihr Grundstück und schreckt nicht davor zurück, seine Macht auszuspielen. So, er scheint einer jüngeren Dame den Hof zu machen. Der Schlüssel war wahrscheinlich für sie bestimmt. Ja. Die Schublade können wir wohl nicht aufmachen, wie es aussieht. Okay. Ich finde, du solltest mir was Teures kaufen. Aha. Corned Beef. Okay. Habe ich noch nie gegessen, ehrlich gesagt. Ich habe keinen Schimmer, ob das irgendwie schmackhaft ist, ne? Ich habe den letzten einen weggeschickt, der mehr als 20 wog. Habe einfach zwei 85er draufgeklebt. Ja. Also, ich schätze, man kann das schon nachgoogeln, aber ich könnte mir denken, dass das gereicht hat. Ne? Ja, okay, warte. Was ist hier? Wasserhahn. Ein bisschen dunkel hier.
Ich drehe mal den Wasserhahn auf. Die anderen auch. Okay. Bis 50 Gramm gleich 1 Euro. Also hat es gereicht. Ich weiß gar nicht, wie es aussieht. Also, ob Briefe ganz regulär zurückkommen. Heute noch. Wenn man sie unterfrankiert. Also überfrankieren kannst du ja jederzeit machen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ja, nicht so spannend hier. This is where I watched Harold from my window. I hope none of my neighbors are watching me. Ich schreibe lieber meine Adresse noch drauf. Na klar, meine ganz regulär. Wenn ich einen Brief schreibe, dann schreibe ich natürlich den Absender drauf. Damit im Zweifelsfall das Ding zurückkommt. Und ich mitkriege, dass es nicht angekommen ist, ne? Okay. Dip, 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 dip. So. Oh, geht's hier noch weiter? Ich weiß, ja, muss es wohl. Da ist jetzt wahrscheinlich, warte, da ist die das Schlafzimmer, ne? Someone's showering. I'd better be quiet. Someone showering? Ohrringe. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Better quiet, ne? Parfüm gehört bestimmt oder vermutlich nicht dem Levi. Obwohl man weiß ja nie. Blue Mist. Okay. Sag mal, Blue Mist? Hat man schon mal irgendwie. Lippenstift. Okay. Geld, Zigaretten. Ich frage mich, ob es diese Marke damals gab und vielleicht auch immer noch. Keine Ahnung. Zigaretten. Geld. Gar nicht mal wenig Geld, ne? Might be important. You never know. Zettel? Ich musste früher weg. Es ist eine Teillieferung aus der Nähe von Pinwheel gekommen und ich muss da sein, sie einzuladen. Tut mir leid wegen letzter Nacht. Ich weiß, dass ich die Beherrschung verlieren kann, aber das ist nicht deine Schuld. Wenn du möchtest, kannst du gern ein bisschen bleiben. Aber fass das Radio nicht an. Es ist auf dem Kanal hängen geblieben. Die Schlüssel sind an ihrem üblichen Ort. Lass dich von niemandem sehen. Aha. Ha. PS, wenn du Frank und mir irgendwo begegnest, dann halt dich einfach fern und lass uns in Ruhe. Okay. Interesting. Sag mal, den Zettel. Achso, Kleiderbügel? Ich hab den jetzt genommen. He must have moved the box somewhere else. Neuer Hinweis, ja. Hat die Kiste woanders hingebracht. Vielleicht gehe ich erstmal wieder. Ich glaube, in der Zeit. In der Zeit, die er jetzt in dem Zimmer verbracht hätte, hätte ich mein Duschen schon beendet. Ich habe seit gestern einen Ohrwurm. The outfield, your love. That's it. The box I saw from my window. Der Name sagt mir nichts. Wir brauchen einen Schlüssel. Der Name sagt mir nichts. Aber ich glaube dir.
Das ist in 80ern. Ich kann jetzt gerade nicht verschwinden, wie es aussieht. Warte. Also ich habe, es gibt einen YouTuber, den ich mir echt gerne angucke. Und zwar, also eine ganze Menge gibt es, aber es geht mir gerade um Marty Fischer. Das ist quasi so ein Musiker, der häufig mal verschiedene Musikstile zeigt und sowas. Und er hat da so eine, will man sagen, so eine Reihe von Musikvideos, von Videos, will ich mal einfach mal sagen. Wie geht eigentlich Musik? Und dann zeigt er quasi, na, wie so ein typisches, ich sag mal, so ein typisches Modern Talking Lied oder so ein typisches Schlagerlied, so ein typisches, was weiß ich was Lied, wie so die Standardelemente sind und wie sich das so aufbaut. Das finde ich eigentlich mal ganz cool, ehrlich gesagt. Und jetzt hat er neulich, also gerade erst vor wenigen Tagen, glaube ich, eins rausgebracht. Wie geht eigentlich ABBA? Ne? Und das fand ich ziemlich bemerkenswert. Ne? Let's see if I remember how to do this. Das fand ich ziemlich geil. Ne? Das war ziemlich beeindruckend. Wie geht denn das jetzt hier? Er vibriert hier und der Controller macht hier wilde Sachen. Ne? Hallo Roteka. Guten Abend. Manche Lieder sind so einfach aufgebaut und trotzdem richtig gut, das stimmt. So ein Ohrwurm muss nicht unbedingt kompliziert sein. Ist sogar eigentlich sogar besser, wenn er nicht kompliziert ist. Warte. Also das ist hier so, das fängt an zu vibrieren. Und dann muss ich irgendwie die Richtung finden, in welche ich dies bewegen muss. So, dass es nicht aufhört zu vibrieren. Glaube ich. Wenn der Brief unfrankiert zurückkommt, warum darf man nicht die Briefmarke erneut nehmen? Was? Unterfrankiert. Das weiß ich nicht. Da kenne ich mich zu wenig aus. Genauso ein Ohrwurm ist der von dieser Outlet. Vielleicht kenne ich sogar. Hä? Also, ich versuche gerade das Schloss zu knacken. Das geht von selbst aus. Versuche das Schloss zu knacken. Das fängt an zu vibrieren. Und ich muss dann halt ich muss hier irgendwie einen Weg finden anscheinend, wo ich damit lang gehe. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht wo, weil es hört nach einer gewissen Zeit von selbst wieder auf. Hä? Kennst du mit Sicherheit? Wenn du es nach dem Stream behalten hast, dann hör einmal rein. Okay. Wie gesagt, ich empfehle
Marty Fischer. Wenn man sucht bei YouTube nach Marty Fischer und ABBA. Oder nach Marty Fischer und Bodo Wartke. Beides sehr geil. Die, da zeigt er halt, zeigen sie halt, wie sie diese Lieder machen. Oder wie er oder sie, je nachdem, mit wem er da zusammen gerade ist. Das Ergebnis ist zwar ziemlich geil, aber meistens auch recht kurz, ne? Aber es ist ziemlich beeindruckend. Hat auch einen ziemlichen Blick fürs Detail. Ich verstehe hier gerade den. Ich verstehe nicht genau, was ich machen muss, ehrlich gesagt. Ach so, warte. LT halten. Okay. Ja, das ging zu schnell. LT halten. Jetzt die nächste Runde hier, ja. RT halten. LB halten. Ach du meine Fresse. Muss ich aber umgreifen hier. Das ist aber schwierig. Oh, das ist schwierig. Da rutsche ich gleich ab von den Tasten hier. Still got it. Aber ich habe es geschafft. Hier fehlt was. Marty mit, aber mit I. Also Marty und aber M-A-R-T-I. Der macht auch so Sachen, sowas wie zum Beispiel irgendein bekanntes Lied in 5 Stilen, ne? Oder sowas. Also ziemlich geil. Ich find's ziemlich cool. So. Harold's Kiste. Finally. Time to take a look inside. Zettel. Lesen. Sie sind ein guter Mann, Levy. Sie haben mir aus einer misslichen Lage geholfen. Das werde ich nicht vergessen. Ich komme die Sachen schon bald holen. Ich melde mich. Frank. Frank. Okay. Der nächste. Büroklammer. Nehmen. Might make a good lockpick. Der nächste Zettel. Ich weiß, was du treibst. Samstag. Rein. Taxi mit schwarzem Verdeck. 21.17 Uhr. Blaues Straßenfahrzeugteil oben. Raus. Und was? Donnerstag rein, raus. Brauner Lieferwagen. 21.31 Uhr. Gelber Lieferwagen mit Holzpanel. Ach so. Ist das hier? Was? Moment mal. Ich weiß, was du treibst. Da sind Samstage, Sonntag. Samstag, Donnerstag, Sonntag. Verschiedene Bewegungen, die da notiert wurden. Taxi mit schwarzem Verdeck. Blaues Straßenfahrzeug. Teil oben entfernt. Macht er. Weiß nicht. Grünes Motorrad mit Beiwagen und silbernen Auspuff. Grünes Motorrad, kein Beiwagen. Sowas wird ihm hier sozusagen vorgeworfen, quasi Autos, gestohlene Autos umzuändern, sodass sie nicht mehr gefunden werden. So, erst lügen, dann stillen, jetzt Charlotte May entführen, vernichten Sie diese Nachricht ruhig. Ich habe Rubin angefertigt. PS, wenn Sie mir nicht glauben, habe ich etwas im Büro hinterlassen. Okay.
curious to see what was left in his office. Aha. Noch mehr Zettel? Noch ein Zettel? 2 wöchentlich fällige Miete. Also, Theodore und Annabel McKee, 0 Pfund, bis auf weiteres. Mhm. Beverly Ridge, 4 Pfund, das... Robert Conway, 4 Pfund. Erste Mahnung wegen überfälliger Miete. Anthony Morgan, 5 Pfund. Simon Deering, 4 Pfund. Zweite Mahnung wegen überfälliger Miete. L.B. Jeffries, 3 Pfund. Sebastian Paul, 4 Pfund. Dritte Mahnung wegen überfälliger Miete, Zwangsräumung. Mhm. Euer Biografieeintrag. War's das? Scheint so, ne? Mach den Deckel wieder drauf. Ach komm, es regt mich so auf. Es regt mich so auf. Es regt mich so auf, dass dieser tolle Detektiv alles wie ein Elefant im Porzellanladen rumtrampelt und alles so stehen lässt, wie es ist. Ne? Immer lässt er Spuren zurück. Ständig lässt er Spuren zurück. Auffällige, deutliche Spuren. Unglaublich. Lässt die Kiste offen stehen. Und sowas, ne? Kaum zu glauben. So. Der Zettel bezichtete Harold Levy der Lüge. Muss herausfinden, was in seinem Büro hinterlassen wurde. Ja. So. Er hat vorhin Tony Morgan angegriffen. Der Drohbrief beweist, dass Harold gewillt war, ihn zu verletzen. Harold Levy ist der Eigentümer vieler Grundstücke und so weiter. Theodore McKee. Harold zahlt Theo nicht viel, verlangt aber auch keine Miete von ihm. Womit verdient Theo sein Geld? Theo hat ein Talent für Musik, dass er mit seiner Arbeit für Harold vielleicht verschwendet. Ja. Okay. Okay. Now then, let's see what's been left in Levy's office. It must have something to do with him attacking Mr. Morgan. Hm. Und er, wie gesagt, das kennt ihr das? Das habe ich schon ein paar Mal gehabt, dass ich ein Spiel spiele und einfach mit dem Protagonisten nicht übereinstimme. Der Protagonist macht Sachen, die man für bescheuert hält. Hm? Das ist jetzt hier auch der Fall. Richtig bekloppt. Er ist bestimmt in Frühpension geschickt worden, weil er ständig seine Kollegen blamiert hat. Es gab auch ein Spiel, Grey Matter, zum Beispiel. Das war tatsächlich ein Point-and-Click-Adventure. Das habe ich abgebrochen, weil ich mit der Protagonistin in dem Falle ums Verrecken nicht mich anfreunden konnte, weil die war so eine hinterlistige, eigennützige Person. Das ging überhaupt nicht, ne? Oder richtig geil sind auch so unsteuerbare Cutscenes, ne? Wo plötzlich der Held und der Gegner aufeinandertreffen und der Held macht einfach was total stumpf Dummes, ne? Ja. Was willst du machen, ne? Was willst du machen, so? Kann ich das hier aufschließen? Nee, ne? Wie komme ich denn dahin, mal sehen? Da komme ich doch jetzt bestimmt ran, oder? Nicht? Wo ist denn der Kleiderbügel hin? Hat er weggepackt wahrscheinlich. Im Sinne von, brauche ich bestimmt nicht mehr. Jo, ja, wie komme ich denn da rein? Hm? Die Tür da hinten, da komme ich natürlich nicht ran. Kann ich die benutzen hier? Nein, kann ich nicht. Hätte wahrscheinlich auch sowieso schon so ein Symbol gegeben,
So, und bitte benutzen Sie das Symbol. Tür. Kann ich hier nichts mit der Tür machen, ja? Was sagte er? Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Kann ich da? Bin ich eigentlich da schon lang? Ah, das habe ich noch nie versucht, ne? So, bei mir brennt schon wieder die scharfe Soße. Oh Mann. Scharfe Soße. Ja, dann viel Spaß damit, ne? Oh nein, ich hab ver... Wenn ich scharfe Soße höre, muss ich immer irgendwie eine Folge Yu-Gi-Oh! Wie hieß das? Yu-Gi-Oh! Irgendwie GM Yu-Gi-Oh! Da gab es irgendeine Yu-Gi-Oh! Serie. Da war noch so zwei Buchstaben dran. NG, glaube ich. Denken. Gab es auch eine Folge mit so jemandem, der bei seinem Kartendeck irgendwie Karten hatte, die mit scharfer Soße halt gespielt wurden, ne? So. Geißen ist, wenn es zweimal brennt. There's Levy's office. It looks like he's still out of the building. Ja, das wurde da auch gesagt. That smell again. The damp is even stronger in here. Okay, wir machen das hier wie eine Füllroutine. Erstmal die Ränder abfahren. Ne? Es ist überall dieses nasse Zeug, ne? Pinsel. Ja, ein Pinsel halt, ne? Ist irgendwie nicht so spannend. Aber warum plätschert das die ganze Zeit hier? Ach, wahrscheinlich ist das das Wasser von dem Duschen oben, oder? Oder? Kann sein, ne? Ist ganz schön großes Büro hier. Northwest Freight Corporation wahrscheinlich. Nordwest Fracht? Oh, da ist ein Zettel. Now what's this then? Widescreen Replacement. Muss mir vielleicht auch nochmal ein Greenscreen kaufen. Also theoretisch habe ich ja ein großes grünes Tuch. Theoretisch habe ich ein großes grünes Tuch. Aber das ist halt so unpraktisch hier. So unpraktisch anzubringen. Okay, warte. Okay, das geht wieder dahin. Da kann ich wahrscheinlich hoch. Was für ein Glück, dass da keine Stufen sind, sondern Levis, sondern so eine Schräge. Ne? Ich bin hier aber noch nicht fertig. Bong, bong, ich donnere überall gegen, weil ich nämlich ein unauffälliger Ermittler bin. What on earth is that? Looks important.
What on earth? Ja. Gut, ich sag mal, da haben wir jetzt natürlich das Problem. Erstens ist es abgesperrt und zweitens sind es Stufen. Ne? Also, aus der Richtung kommt er da schon mal nicht hin, würde ich sagen. Warte. Ich bin noch nicht ganz fertig. Bevor ich da die Schräge hochfahre und wahrscheinlich zu der wahrscheinlich relevanten Stelle. Wollte mal gucken hier. Ah ja. Ermittlung beenden. Kann ich hier irgendwas tun? Zoom kann ich schon mal nicht. Fenster aufmachen. Na, ist halt irgendwas, ja. Hier ist ein Zettel, an dem wir nicht rankommen. Müssen wir irgendwie ja, von da. Ne? Und das Ganze natürlich ist natürlich auch noch so, dass er das Ganze hier, diese ganze Ermittlung macht, entgegen dem ausdrücklichen Wunsch seiner Tochter. Ne? Was war das denn eben? Da hätte er eine Bemerkung gemacht, denke ich. Fahren wir nochmal hin. Sie wird sehr enttäuscht sein. Dad, warum tust du das? Überlass die Arbeit den Leuten, die nicht in Pension sind. Levis Office. Locked. Natürlich locked. I suppose I'll look elsewhere for now. Natürlich. Levis Büro, wer hätte das gedacht? Dann guckt er erstmal woanders. Fenster kann ich wieder zumachen. Ja, es ergibt bloß nicht. Jetzt zumindest nicht so viel Sinn. Da hinten ist eine. Die Tür ist ein Riegel vor, würde ich mal schätzen. Hoch und runter gucken kann ich nicht. Links und rechts auch nicht. Gut. Dann lassen wir das Fenster jetzt erstmal offen. Ich habe zwar gesagt, doof, wenn er immer alles verändert, aber anscheinend müssen wir da ja noch was machen. Ne? Motoröl. Ja, Motoröl halt, ne? Gut. Ist eigentlich in so einer Werkstatt nicht so völlig absurd. Bloß komisch, warum das hier so verteilt rumsteht, ne? So, hier mal was und da mal was. Und nicht schön zentral. Ah. Ja, gut, Motoröl. Kann er von seinem Stuhl aus machen? Ja, okay. Ah. Das ist ganz normal, das ist richtig so, okay. Motor Mag. Zeitschrift. Ja. Okay. Ist auch nicht so absurd. Ah. Hello. Yeah, I'm on it. He's coming here. No. I'll sort it out. No. Oh, all right, fine. Bollocks. He's left the office door open.
Now I'm stuck in here. Neuer Biograf. Ich drücke mal die falsche Taste. So viele Spiele hier. So. Was hat er im Büro unterlassen? Wie gesagt. Harold. Warte. Harold arbeitet für jemanden namens Frank. Harold arbeitet für jemanden namens Frank und scheint in seiner Nähe angespannt zu sein. Okay. Arbeitet für ihn, so rum, ja. Milchflasche. Sagt mal, gibt es eigentlich heute noch Milchmänner oder Milchleute, also Milchlieferanten, die einen Milch vor die Tür stellen? Ich habe es selbst noch nie gesehen. Ich kenne es auch nur aus ganz alten Filmen. Und auch nur von da. Ich habe das noch nie gesehen, dass das überhaupt passiert. Warte mal, Tasse. Mal gucken, ob in den Tassen vielleicht was drin ist. Was versteckt ist, aber sieht nicht so aus, ne? Mal sicher gehen, dass ich nichts Relevantes übersehe. Okay. Nun steckt er hier fest. Naja. Was ist das da? Eine Zigarettenmaschine, ein Zigarettenautomat. Warum steht hier über Milchflaschen? Ja, verdächtig. What in God's name? Why is there a hole in the ground and a chain going into it? Mach mal vor. Are you down there? Außerdem, also erstens hinterlässt er überall Spuren. Ich wette, er lässt das. Naja, gut, das Gitter kann ich wieder zumachen. Ne? Okay, will ich es gesagt haben. Er hinterlässt überall Spuren. Zweitens habe ich das Gefühl, dass der ständig voreilige Schlüsse zieht. Hat er auch schon mit den McKees gemacht, ne? Das kann ich wenigstens wieder zumachen. Okay. So, ja, okay. Die Werkstatt. Aber ich verstehe nichts von Autos. Aber so ganz, diese ganz alten Teile sehen schon irgendwie cool aus. Ich glaube, das wäre ein ziemlicher Hingucker, wenn man heute mit so einem Ding durch die Gegend fahren würde. Arbeitsliste. Automobilservice. Seit 1905. Eingang 13.15 Uhr, 22. Juni. Mechaniker McKee. Ausgang steht gar nichts. Fahrzeughersteller KP. KP, keine Ahnung. Fahrzeugmodell Valiant. Registrierungsnummer sowieso. Scheibenwischer, Ersatz. Austauschreifen vorne. Austauschstoßstange. Aufs Haus. Austausch Autobatterie. Ersatz wie gewünscht im Kofferraum. Eine Birne. Ablässlich vorne, einer einmal Rundumpflege, einschließlich Kofferraumpolster, Politur mit Wachs. Wir haben unser Bestes getan, aber das Auto könnte eine neue Lackierung vertragen. Wir bieten eine Reihe Farben an. Ölwechsel, Arbeitszeit 6 Stunden. Schecks sind an Levy und Söhne auszustellen. Mr. Chatterton, es tut uns sehr leid, dass Ihr Auto länger als geplant bei uns stand, aber wir müssten auf eine Öllieferung warten. This is definitely the car that Theo dumped the rug into. Mhm. Charlotte, please don't. Wie gesagt, ne, also ständig zu viel, also zu vorschnelle Schlüsse, denke ich, ne. So, Riverport, Radiowoche. Also hier ein Radioprogramm. Okay,
Das lese ich jetzt nicht vor. Aber ich kann zwar fotografieren. Scheint noch irgendwie relevant zu sein. Da stehen Frequenzen drauf. Naja, er hat ja auch gesagt, wer soll das Radio nicht verstellen. Ne? Das steht auf dem festen Sender. War wahrscheinlich irgendwie relevant. Hm? Für irgendwas. Lappen. Ey, du Lappen. Zigaretten. Schon wieder diese Marke. Hm? Motoröl. Schon wieder. Tasse. Also ich habe halt immer... Denk halt manchmal, dass in der Tasse vielleicht noch was drin ist. Also irgendwie ein Schlüssel liegt oder sowas. Oder ein Zettel oder so. Hm. Gut, wir gucken gleich im Kofferraum, würde ich sagen. Nanu, das Foto. Ist das ein Foto von der Mackie? Also mit der Frau? Und wenn ja... Ach nee, ja, okay. Ich wollte gerade sagen, warum ist hier... Ah, interessant. Ich wollte gerade sagen, warum ist hier ein Foto von ihr, aber der... Ihr Mann arbeitet ja hier. Na? Now what's this then? Es ist eine Zahlenkette. 4526. Hm. Vier, fünf, zwei, sechs. Wir müssen irgendwo wieder einen Code eingeben. Inventar. Ich habe auch nur diesen Schlüssel, der passt da bestimmt nicht. Ne? Ja, 4526, danke fürs Notieren. Ich muss das ein bisschen drunter fahren, oder? Damit ich da dran komme. Jetzt überall Motoröl. Hey. Toi, toi, toi. Ne? Tatsächlich habe ich ein ziemlich gutes Zahlengedächtnis. Hätte ich mir wahrscheinlich gemerkt, aber so muss ich mich nicht drauf konzentrieren. Umso besser, ne? So, ungelesene Einträge. Es gibt einen großen Keller. Da gibt es einen großen Keller und Levis Werkstatt. Prima, um eine Leiche zu verstecken. Ja. Theo hat das Auto repariert, in das er den eingerollten Teppich gelegt hat. Aha. Da kommen wir jetzt so nicht ran. Da müssen wir wahrscheinlich ein Stückchen näher. Hm? Starthilfekabel. Okay. Gib her. Das ist wahrscheinlich das, was hier relevant ist. Motoröl. Ich gucke mir jetzt nicht mehr jedes Motoröl an. So. Wir hinterlassen überhaupt keine Spuren. Weil wir so ein schlauer Detektiv sind. Ne? Auch in der Wohnung der Mackies, ne? So, fette Bleistiftzeichnung hinterlassen. Türen offen oder nicht mehr abschließen. Schlüssel mitnehmen und so weiter. Now what do we have here? Es wird wahrscheinlich eine... Generator sein. Und es fällt auch zum Glück überhaupt nicht auf, dass der jetzt läuft. Carlift. These all seem to be powered from here.
Neue Aufgabe. Einen Weg finden, den Rollladen wieder mit Strom zu versorgen. Shutter. Was steht da dran? Wenn der Rollladen nicht funktioniert, schau im Keller nach. Die Sicherung scheint verrückt zu spielen. Aha. Keller. Basement Lift. Na gut, dann müssen wir den erstmal aktivieren, oder? Na gut, den Carlift. Der Carlift ist jetzt grün. Autobatterie. Okay. Kiste. Warum stellst du das jetzt woanders hin, Kumpel? Warum stellst du es nicht wieder zurück in die Kiste? Okay, Inventar. External Connection. Wo bringe ich das an? Verstehe ich jetzt gerade noch nicht, aber okay. Carlift. Basement entrance. It's flooded. Der Keller ist überflutet. Dann kommen wir da wohl nicht hin. Okay. Frag mich, was sie immer haben mit ihren mit ihrem Wasser hin hier. Must be doing something with oils here. Nothing to do with Charlotte May. Der Keller ist überflutet, ja? Was? Versteht er? Stoßstange? Theo was fixing this car this morning. It's the one he put the rug into. Is she still inside? Na. Du denkst zu offensichtlich. So, warte. Zurück. Ah doch, ich könnte zurück, aber ich glaube, das ist noch nicht so weit. Ob, ja, nee. Warte, hier gab es irgendwo den Autolift. Kann ich die mit der Kette bedienen? Nein, scheint nicht. Ich weiß nicht, wo ich den schalte, muss ich erst rausfinden. Bei der Kette hier? Überhaupt mit irgendeiner Kette? Pass auf, wir geben mal Carlef. Ah. Oh dear God. I must be doing something right. Es ist voll das Horror-Game hier. Ah ja, Auto fährt runter. Fällt keinem auf. Wehe, der fährt das hinterher nicht wieder hoch.
Ist ein völlig falsches Schloss. Okay. Okay. Na, du hast wahrscheinlich deine Sicherheit, nee, deine Büroklammer weggeschmissen, weil brauchst du ja nicht mehr, ne? Okay. Warte mal. Wir haben doch noch eine. So eine Start, so ein Starthilfekabel. Vielleicht kann man es ja auch noch anbringen. Nochmal? Kann ich Schalter nochmal umlegen? Meine, ergibt das irgendeinen Sinn? Anscheinend nicht. Basement Lift. Wieso habe ich denn eigentlich noch eins im Inventar? Pock, pock. Pock, pock. Ja gut, also wir sollen in den Keller. Wie auch immer. Was sagte er? Er ist jetzt aber hier eingeschlossen, ja? Auto von der Seite hier kann ich nichts mitmachen. Okay. Von der Seitenseite? Von der Seitenseite auch nicht, oder? Kann ich hier noch was tun? Sieht nicht so aus. Okay. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir hier zurückgehen. Geht anscheinend. Das geht anscheinend. Kann ich hier noch irgendwas tun? Ich würde denken, nein. Da ist nichts zu tun. Oh, just what I need. Abgesperrt. Dann kann ich hier wohl jetzt gerade nicht mehr tun, wie es aussieht, ne? Also in dem Raum hier. Was auch immer ich zu tun habe, muss ich wohl erstmal hier tun. Irgendwas übersehen? Keine Ahnung, mit dem Waschbecken hier, es sieht alles ganz normal aus. Also völlig unverdächtig hier. Da kann ich bestimmt noch schalten. Ich brauche anscheinend eine Sicherung. Und nochmal ganz kurz geguckt. Warum hat der Typ Kiste? Warum hat der Typ die Batterie aus der Kiste genommen? Ne? Warte mal, muss ich vielleicht die Starthilfe an die Autobatterie anbringen? Sieht wohl nicht so aus. Generatoranschluss. Ja, External Connection.
Geht vielleicht, wenn ich noch ein Kabel finde oder sowas, dann kann ich vielleicht die Autobatterie damit mit anschließen oder so. Vielleicht haben wir dann genug Strom. Oder so. Noch ein weiteres Kabel. Scheinbar nicht. War gerade kurz eine gruselige Perspektive. Mal gucken, ob hier im Schrank vielleicht noch was ist, was ich übersehen habe. Motoröl. Noch ein Kabel? Scheinbar nicht, ne? Motoröl gibt es hier halt ohne Ende. Was soll das denn? Ich hab die Tür zugemacht. Okay. Ich würde sagen, das ist ein Poltergeist. Mal gucken. Schloss. Gibt es hier noch so eine Taste, die einem aktive Punkte zeigt? Wenn ich irgendwann nicht weiter, also wenn ich irgendwann denke, ich komme nicht mehr weiter, dann muss ich mal gucken, ob ich sowas drücken kann. Was war das denn da? Ach, das ist das wieder, okay. Ja, das haben wir uns schon angeguckt. Das sind Milchflaschen immer. Alles das gleiche hier. Ja, und jetzt? Jetzt bin ich gerade ein bisschen ratlos. Bestimmt irgendeine Kleinigkeit irgendwo. Warte mal, das ist. Ach, das ist. Okay, das ist das wieder. Ach. I'm making a mess. Diese Art von Kleinigkeit. Die man beim Hin- und Hergucken erst sieht. Kenne jemanden, der ist der Meinung. Jetzt vielleicht nicht mehr. Aber war auf jeden Fall der Meinung, der festen Meinung, dass eine Messe, die man besucht, im Englischen a mess heißt. Ja. Kann man denken, wenn man will. Ideen gehen mir gerade aus. Warte mal, was ist das da? Nichts, was ich anwählen kann. Okay. Ist hier wirklich sonst nichts mehr? Also jetzt fängt der Moment an, in dem man alle Orte nochmal absucht, die man eigentlich schon ganz, ganz sorgfältig abgesucht hat. In der trüben Hoffnung, dass man vielleicht was übersehen hat. Kann ich mal andersrum fahren. Vielleicht ist die Perspektive ja anders.
runterfahren kann, nicht, weil der Keller überflutet ist. Das haben wir schon angeguckt. Das Auto haben wir schon an, also von da schon angeguckt. Ist hier noch irgendwas? Hier Inventar. Inventar kann ich hier. Liegt da ein Schlüssel? Autoschlüssel. Siehst du doch was übersehen? Neben Autoschlüssel. Kann ich auch noch mehr mit meinem Inventar hier machen? Nehmen den Lappen mit. Okay, Autoschlüssel. So, ist ja irgendwie naheliegend jetzt, ne? Charlotte, please don't be in there. Sieht nicht so aus. Neue Autobatterie. Ach, deshalb die alte raus und die neue. Okay, ja gut. Na gut, na gut. Okay. Na gut, na gut. This might come in handy. Klar. Mach das wieder zu. Mach das wieder zu. So, jetzt das Kabel. Basement Lift, würde ich mal sagen. Oder Shutter. Klappt schon mal nicht. Ach, warte, ach so, hier, external ist, ja, okay. Ne? Basement Lift. Oder Shutter. Okay, Basement Lift. Na. Okay. Anscheinend ist man hier nicht unter Zeitdruck, das ist schon mal gut. Und du? Meine, ja, okay. Das Ding fährt aber nicht von selbst. Ach. Okay. Okay. Ist überflutet, ja. Ah, er wird ganz nass. Explains the damp smell. The water's far too deep to wade through. Überfluteter Keller. Okay. Das kann man überhaupt nicht. Neue Aufgabe. Der Keller ist überflutet. Der Keller ist überflutet, könnte Charlotte mehr da unten sein, ist überhaupt keine Aufgabe. Das ist nur eine Frage an sich selbst.
muss den Kelleraufzug wieder in Gang bringen. Okay. Fuse is blown. Na klar ist die Sicherung durchgebrannt, was denn sonst? 25 Volt Sicherung. Ersetzt sie durch einen Draht oder durch einen Nagel. Macht man doch so, oder? Oder mit Silberfolie umwickeln oder so. Jemand kommt. Kann ich mich verstecken? Wahrscheinlich nicht. I'm going to need to hurry. Hurry up. Lebensmittelbehälter? Mhm. Inventar, was kann ich denn hier mit dem Inventar machen? Durchgebrannte Sicherung. Ergibt total Sinn hier. Autoschlüssel. Und Schlüssel. Was soll ich denn hier tun? Hm? Gar nichts. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Ist das eine 25? Nein, das ist keine 25 Volt Sicherung. Das ist eine 10 Volt Sicherung. Ich kann es ja trotzdem nehmen. Okay. Kann man bestimmt für irgendwas gebrauchen. Okay, hier ist nichts. Ich würde ganz gerne die Zettel lesen, die da an den Kisten sind, aber das geht wohl nicht. Motoröl. Überall Motoröl. Die 10 Volt Sicherung brennt bestimmt durch. Oh, sieh an, Motoröl. Und nochmal Motoröl. Es ist so dunkel. Mach mir das vielleicht zu kompliziert? So von wegen Sicherung, 25 Volt und 10 Volt? Nein, vielleicht auch nicht. Das ist eine 25 Volt Sicherung. Ausgezeichnet. Auch eine 10 Volt Sicherung. Wir machen hier, nehmen die alle mit. Vielleicht brauchen wir sie an anderer Stelle tatsächlich. Ein Wischerblatt? Okay. Das nimmt er dann immer nicht mit. If Catherine were here, she'd probably try to wade through it. Hm. If Catherine were here, she'd probably arrest me. Yeah.
Okay. Die durchgebrannte Sicherung, die 10 Volt, wir nehmen mal die 25 Volt Sicherung, würde ich mal sagen, ne? Time to open those shutters and get back to the office. Okay. In das Büro, was der Harold Levy offen gelassen hat, als er angerufen wurde, ne? Na? Mr. Levy. Hallo. Okay, noch ist kein Mr. Levy zu sehen. Die Shutter. Jetzt, okay. Das war's. Ja, nochmal zu dem elektrischen Dingens da, zu dem Verteiler. Now to get back to the office. Dum di dum. Ich muss erstmal erinnern. Ah, da, dieser Lastwagen. Ah, vorbeifahren hier. War das hier? Nein. Lalalala. Er ist aber auch ein lästiger alter Knilch, oder? Hätte ich auch keinen Spaß dran, wenn der in meiner Wohnung rumschnüffelt. Das war nicht hier, oder? Nein. Bock. War das hier? Nein, das war nicht hier. Ich kann den Weg wiederfinden. War das unten? Das war an der Tür, oder? Oder? Nein. Ach Mann, wo war das denn? Hier nicht, oder? Nein, das war dieser komische Abstellraum, wo diese Kiste drin war. Ich glaube, der wird noch erwischt werden hier. Es macht mir ein bisschen Sorgen, dass man hier noch hin kann. Weil dann denke ich mir so, na, was Wichtiges vergessen?
Okay, das war wohl nicht richtig, wie es aussieht. Hier nicht. Die Tür da rechts ist auch zu. Ach, wo war denn das zur Hölle? Ach, hier, oder? Ja, die Tür da. Genau, wir haben es unter dem Dingens durchgehört, unter dem Metalltor da, ne? So, ja. Das wird bestimmt der finale Raum dieser Ermittlung. The threat in the box said there was something in this office. Perhaps something for my evidence board. So, Pokerabend, Pokerabend, viele Pokerabende. Die Polizei wird suchen. Bring es in Ordnung. Was, was, was? Please search. Sort it. Poker night. I've seen these dates before. Lebensmittelkarte. Food, nothing interesting. Jacking oil prices. Must be hurting business. Der Wagen, an dem Theo gearbeitet hat. Okay, Frank ruft an. Must be the phone call I overheard. Ins Kalender eintragen, okay? Gut. Cooles Telefon. Hast irgendwie auch. Das sieht doch echt irgendwie. Hat doch echt was, sowas, ne? So ein altes Telefonbuch, dieses. Jetzt 70 Jahre alt, geil. Hat irgendwie was. Old files, perhaps. Ein langer Brief. Schämen Sie sich etwas, Mr. Levy. Ich sage es mit großer Besorgnis, Verachtung. Sie haben diese Werkstatt ruiniert. Wenn William noch leben würde und sehe, was Sie hier angestellt haben, würde er Ihnen ohne zu zögern die Leviten lesen. Die Arbeit an meinem Fahrzeug war bestenfalls zweitklassig. Sie müssen sich einfach mal nur diesen Burschen genauer ansehen, der für Sie arbeitet. Dann wüssten Sie, wie schlimm es steht. Es tut mir leid, aber bei einer solch heruntergekommenen und unehrlichen Werkstatt möchte ich nicht länger Kunde sein. Heben Sie sich etwas. Okay. They're both as bad as each other. Mach die Schublade wieder zu. Kann nicht dahin, ich komme nicht dahin. Der Cursor geht nicht weiter nach links. That's a cliché. Ja. Man macht die scheiß Schublade wieder zu. Draht. Can't open this by hand. Nimm den Schlüssel. Bam, 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 bam. Gut, wir brauchen irgendwie eine Zange oder irgendwie sowas. Okay. Eine Zange. Etwas in der Art. Wir können hier erstmal einen Türriegel zurückschieben. Abkürzen. Ich habe Türriegel zurückschieben gesagt und nicht da durchgehen. Und da drin finden wir
ein Drahtschneider, wisst ihr? Handy? Das gab es damals noch nicht. Es geht nicht weiter zu. Na, warum auch? Okay. Damit kriegen wir bestimmt das Ding auf, das, wo wir eben waren, ne? Bits and Bobs. Bob? Hey, du Bob, oder? Einkaufsprotokoll? Okay, das ist nicht so informativ. Kann man blättern? Ich kann nicht blättern, wie es aussieht, oder? Nein. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch eine andere Taste dafür drücken können. Natürlich wieder Zigaretten. Die gibt es hier überall. In der Nähe von dem ganzen Motoröl und vielleicht Benzin. Warum auch nicht? Gut, wir kriegen wahrscheinlich gleich diese Kiste auf. Wir haben ja jetzt immerhin... Ach, das ist ja cool. Fahrzeugauto. Niedlich. Wir haben jetzt ja immerhin die Zange, ne? Trophäe. Preis des Automobilvereins. Preis des Automobilvereins Riverport an William Levy. Für ausgezeichneten Kundendienst. Also den Vater von ihm, ne? Ja. Aber anscheinend führt er diese Werkstatt nicht mehr so cool wie sein Vater. Haben wir ja gerade gelesen, ne? Schämen Sie sich etwas. Okay, also. Die Kiste aufmachen. Die Schublade wieder zumachen. Fahr dagegen. Toll, geht nicht. Could be useful. Okay. Gastrolinkraftstoff. Petrol. Ergibt total Sinn, das in einem zum abgeschlossenen Ding aufzubewahren. Und ein Dokument. Okay. Levi steht da mit verschiedenen Autos. Not what I was expecting. I'm sure Harold knows why this is so damning. Did Tony Morgan take this? Is that why Harold attacked him? Leg das da wieder rein. Ach, eine Kiste ist da noch. Hätte ich fast übersehen. Ist da noch was drin? Sieht nicht so aus. Aber Hochglanzfoto hier. Leier steht oben dran. Lügner. Nun, okay. Aufgaben. Der Keller ist überflutet. Könnte schadet mehr da unten sein. Na. Also ich glaube ja, dieses Ganze, das ist alles viel zu frühzeitige Schlussfolgerungen oder Vermutungen.
Harold's basement is far more vast than I thought. Hm. Charlotte, you down there? Okay. Okay, also. Das hier geht wahrscheinlich nicht, vermutlich. Nein. Da Autoschlüssel wird auch nicht gehen, muss man gar nicht erst probieren. Wir versuchen es hiermit. Okay. Nee, das geht schon mal nicht. Immer komplizierter. Andere Richtung vielleicht? Nein. Also nicht zu schnell oder zu kräftig. Ich hoffe, ich kann die Taste überhaupt drücken, die gleich von mir verlangt wird. RT. Ja. Lass mich raten. Der... Na klar, der Dietrich ist weg. Selbstverständlich. 4, 5, 2, 6 war es, ne? Schlecht zu sehen, aber okay. 3, 4. 5 ist schon richtig. Ah. So. 6. 4, 5, 2, 6. Ist wohl nicht. Passt wohl nicht, oder? Ist vielleicht gar nicht richtig hier? Alles richtig gemacht. 4, 5, 2, 6. Zahlenknopf. Muss ich noch was drücken hier? Hier dran ziehen. Na. Hi Kante, guten Abend. Bum, bum, bum. Wohl kaum. 4, 5, 6. Hm. Notizblock. Ah, oh, 4, 5, 2, 6. Steht dran. Hm. Okay. Also, dafür nicht, wie es aussieht. Lesen. John. Der Sarge hat mich mit... Was? Der Sarge hat mich dem Crow's Nest zugewiesen, damit ich bei den Suchaktionen helfen kann. Du musst hier also alleine versuchen, die Pumpe wieder zum Laufen zu kriegen. Pass auf Mr. Levy auf. Der schnüffelt für meinen Geschmack etwas zu viel herum. Ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass der Keller nicht mit Absicht überflutet wurde, weißt du? Ach, und falls mein Vater kommen sollte, während du da bist, könntest du ihn bitte abwimmeln und den anderen nichts davon erzählen? Danke, Catherine. Mhm. There's more to the basement than meets the eye. Charlotte May. Ah.
So, also der Code hat, wie gesagt, nicht funktioniert. The pump is set to clear the basement of water. This hose needs connecting. Schlauchkuppe, fehlt da etwa irgendwie was? Hä? Schlauchkuppe, da fehlt wohl eventuell einfach irgendwas. Also was hier fehlt, ist wahrscheinlich Treibstoff. Den haben wir aber. Deckel wieder drauf machen, das ergibt keinen Sinn, ne? So, kann ich das jetzt dran machen? Wahrscheinlich immer noch nicht. Es fehlt hier wahrscheinlich so ein Verbindungsstück irgendwie, kann das sein? Schlauchkupplung. Ja, okay. Gut, es fehlt wohl, ja, irgendwie ein Verbindungsstück, wie das aussieht. Seems to go down to the basement. Ja, ich schalte den erst ein. Deckel. Ja, ich schalte das aber erst ein, wenn ich... Ich schalte das erst ein, wenn ich das angeschlossen habe. Aha, da fällt was runter. Was zum Glück... That was not supposed to happen. Achtung da unten, du hast die Kiste aus dem Regal in Levis Werkstatt fallen lassen. Eine Errungenschaft, die man womöglich nicht zwangsläufig machen muss. Ming, Ming, Ming. What's this? Eine Milchflasche. I wonder if I can knock it down. Du knockst es aber in die falsche Richtung. Too close to stop now. Okay. Zettel, ein anderer Zettel. 204 irgendwas. Gut. Gut, die letzte Zahl kann man brute forcen. Ah, schade, dass es hier kein Laden und Speichern gibt. Also kein manuelles. Jetzt kann man den Riegel umlegen. Ne? Ich habe nur den Riegel umgelegt. Ich habe nicht gesagt, ich will da durchfahren. Aber okay. Abkürzung. Abkürzung. Freigeschaltet. So. Hier ist noch ein Zettel. Da ist ein Zettel. Da ist ein Zettel. Da ist Information drauf. Da steht drauf. Ich war's. Ich habe Charlotte May entführt. Oh. Ist hier noch was zu machen? Das ist alles eins hier, ne? Ja. Also 204. 204 irgendwas. Okay, ich muss das... Oder 204...
Oder 204 am Ende. Also durchklickern hat nicht gereicht, ja? Okay. Durchklickern ging nicht. Schlauchkupplung. Es ist eine Schlauchkupplung. Buch. Hydra Force. Sie von 2 Water Pump. Okay. Wasserpumpe. Und Motoröl. Davon haben wir noch nicht genug. Das ist auch Motoröl. Okay. Und nochmal mehr und nochmal Motoröl. Lass mich raten. Die Tür geht nicht zu. Ne? Ah, gucke mal. Die andere. Hier kommt 4-6. Oder 4-5-2-6 zum Tragen wahrscheinlich. Ein Geschenk. Zettel. An meine geliebte Ehefrau. Herzlichen Glückwunsch. Was? An meine geliebte Ehefrau. Achso. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Theo. Theo X. Hm. Naja, okay. Ein Geschenk. Na, schön für sie. Oder für... Die hat bald Geburtstag. Okay. Ist denn noch was relevant mit dem Geschenk? Wundere mich so ein bisschen, dass ich das hier mir angucken kann. Und dass sozusagen mir der Code so dargestellt wurde, dass er wichtig wäre und hier dann hinterher gar nichts ist. Also nichts, scheinbar nichts Relevantes. Ne? Hm. Okay. Tür. Oh, ich kann sie wieder zumachen. Geil. Naja, aber das Schloss liegt auf dem Boden. Ne? Warte noch mal ganz kurz. Dieses A eben hier. Ach so. Das war hier dieser Zettel John. Mhm. Okay. Mhm. Okay, jetzt kann ich hier wahrscheinlich das sinnvoll einschalten, oder? It's working. And quickly too. Damn if it's not loud. Mm-hmm. Charlotte, if you're down there, I will find you. Ist er bestimmt nicht. Ist er bestimmt nicht. Das wäre wahrscheinlich. Ich glaube, das ist zu. Zu simpel. Muss den Weg erstmal wieder finden. Ungelesene Einträge auf den Notizblock und ich mehr. So, zum Keller zurückkehren und nach Hinweisen suchen, ja. Harold Levy. Okay. Catherine meint, dass Harold im Keller etwas vor der Polizei versteckt. Sagt sie zu John? Wer ist denn John? Wo ist denn der Durchgang? Wie komme ich überhaupt weg? Bin ich überhaupt richtig? Niemand weiß es.
glaube, ich bin hier. Ich glaube, ich bin hier falsch. Oder? Bin ich von da gekommen? Nee. Ach, guck mal, das Ding wieder ein bisschen zugemacht. Ja. Total nicht auffällig, dass er das aufgemacht hat. Ah. Ah, habe ich nicht sehen können. Gut. Hier komme ich nicht durch, doch? Oder? Doch. Sieht man bloß nichts mehr. Hallo? Okay. Das ist ein bisschen doof. Gut. Der schaltet quasi nicht in einen Raum um. Von wo bin ich denn gekommen? Ich weiß es zur Hölle nicht mehr. Ich hätte auch hier durchgehen können, schätze ich. Hier kann ich in eine Wohnung fahren, das ergibt aber überhaupt keinen Sinn. Ich wäre im Keller und nicht, nicht in die Wohnung. Okay, ich folge mal so ein bisschen dem Geräusch. Ah, guck mal, was ist denn hier? This is a delivery van. Shirley Downs warned me about Harold's late night deliveries. Hm. Aber warte mal ganz kurz. Ich habe hier doch irgendwo was runterfallen lassen, oder? An irgendeiner Stelle durch so einen Hebel. Ja, irgendwo. Da ist der Hebel. Das war doch irgendwo hier, oder? Oder? Ich finde es nicht mehr. Ah, hier. Oder? Nee, da. Now I wonder how Mr. Levy would explain all this. Ach, lauter. It's nothing to do with Charlotte May. Autokennzeichen. Also quasi, ja, Autokennzeichen zum Labeln von geklauten Autos wahrscheinlich. Da, Keller. Ah ja, okay, Keller. Fahrstuhl im Keller, ne? Richtig, Fragezeichen. Er wird bestimmt erwischt. Er wird bestimmt erwischt. So. Jetzt das Wasser abgepumpt. It's worked. Why on earth would Harold have flooded this? Charlotte May. Bestimmt wegen irgendwas anderem. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die McKees nichts damit zu tun haben. Charlotte, are you down there? Aber vielleicht irre ich mich ja auch. What on earth is all this? Sieht aus wie Zigaretten, diese Zigaretten. Ja. Cigarettes. Er ist Zigarettenschmuggler. Oder Zigarettendieb, wie auch immer. Walk tipped. Okay. Aus England. Ja.
Charlotte, can you hear me? Also, ich könnte mir vorstellen, dass der Levi ihn erwischt. Und er hier sowas sagt wie: Mir sind ihre komischen Machenschaften egal, ich will nur Charlotte May finden. Sowas in der Art, könnte ich mir vorstellen. Erstmal wird schön gespeichert hier. Klappe. Mach ein Foto nach unten mit deinem, ja, Fotoapparat, was sonst? Ja, it's heavy. Dear God. It's her. Where? It has to be. I'm too late. What? Chemikalien? Was ist das? Engine Lubrication? Chemicals? I don't understand. Why? Did Harold Levy drug Shard May? There was a rag found at the crime scene. Is this what was on it? There's no way he would flood his own basement unless he was scared of the police searching it. I need my evidence board. This is far too damning to ignore. Ich muss es nochmal sagen, weil es wieder passiert ist. Der springt wirklich schnell, wirklich super schnell zu irgendwelchen Schlussfolgerungen. Na? Der springt, also von wegen, dass Charlotte May wahrscheinlich mit Chloroform betäubt wurde. Und er hat da unten irgendwelche Chemikalien. Dass er da einen Zusammenhang sieht. Wirklich ganz schön dolle. Also ein ziemlich waghalsig, eine ziemlich waghalsige Vermutung und waghalsiger Schlussfolgerung. So, you're gonna tell me what you're doing in my garage. I'm not gonna have to evict you too. Mr. Levy, I was just about to... Save it. What were you doing in there? Did you find what you were looking for, did you? Actually, I was looking for you. As soon as I realized you were at home, I came straight out to find you. You could rest assured. What is it you want, Mr. Conway? Well, I wanted to talk with you about Charlotte May's disappearance. Really? If you're not too troubled to help. Why the hell would I waste my time talking to you? Will you answer some of my questions or not? So it's an interrogation then? It's me asking you to help Tony Morgan find his missing daughter. Surely you want to help. Fine. Alchemia, what do you want? A statement is all. Where you were the night that Charlotte May was taken. What you were doing, with whom you spoke, that kind of thing. A statement, you say? Where do you want me to begin? Tell me, if you would, what you did between 10 p.m. and 11 p.m. just before Charlotte May was taken. Well, I was in my flat for most of the night, except for about 10 o'clock. I went across to the courtyard and locked up the front gate. And, you know,
to keep the wrong kind of person. Sometime after that, I heard a noise. Sounded like something strange. But I didn't know what. I guess we all know now, but didn't think much of it at the time. Falsches oder Mensch? And who would you imagine is the wrong type of person? Anyone in daily view, you mean? Yes. Well, you tell me. What kind of person do you think I should be keeping here? The ones who don't pay their rent on time, or the ones who trespass on other people's property? I'm sure I don't know what you mean, Mr. Levy. Nah, of course not. Well, what about Mr. Morgan? What about him? Do you have a problem with him? Surely he pays his rent on time. Sorry. Landlord-tenant agreement. It's, confidential. Well, I wouldn't want you to overstep your bounds as his landlord now. Glad we agree. You were saying? Anyway, after about 10 or something, I went up to my flat and made a cup of tea and a sandwich. Corned beef and onion, if I remember. Then about 10:15, I ate it. I hope this is the kind of information you were looking for. I was alone all night, so didn't do anything riveting, I'm sorry to say. Zum Corned Beef ist ja eigentlich relativ egal, oder? Ich kann leider nur eine Sache fragen. Und die anderen Sachen kann ich ja nicht mehr fragen. You were alone all night, so no one can back up your story. Nah, guess not. Do you ever have guests, Mr. Levy? No, not really. Never. Where are you going with this? Well, there's a key on the plant pot outside your door. You must have put it there for someone. And how did you find that out? Well, you can see it from the outside. It's plain as day. I said I was alone that night. You don't believe me? I'm merely trying to make sense of it all. Seems simple enough to me, Mr. Conway. Shall I continue, or was there more? Please. Anyway, around about 10:30, I was sat upstairs listening to my radio show. Kings in the Nile. Well, I had no idea what was going on outside, right under everyone's noses. Scary, ain't it? How you could be stood right next to someone capable of that. And you'd never know until it was too late. Kann ich hier auf meine Unterlagen zugreifen? Nein, kann ich nicht. It's disturbing, isn't it? Knowing what happened. And so close to your home at that. Yeah, very disturbing. You don't seem very affected by it. You'll forgive me for saying. Will I? What are you saying? That I did it? That I'm capable of doing it because I ain't all broken up on the outside? I think it's strange when people don't act the way that others expect they will. It makes people feel uneasy. Am I making you feel uneasy now? I think that it would be nice to know where you stand on what happened to Mr. Morgan and Charlotte May. I did time as a young lad. I seen some stuff that'd make you crawl up into a little ball and stay there. So boo-hoo if some guy got a little knock over the head. It's a shame about that girl. It really is. But I've seen worse. That may be so. But it doesn't excuse the way you act around others. I've seen things too. Horrific things. Like what? Well, as a private investigator... You know what? Forget it. I don't care. Shall I carry on now? Please, do. I wish there was more I could tell you. I really do. Must have been about 10:40 to 10:50. I nodded off for a bit, because my mind's a little fuzzy on the details. The newspaper said something about the kidnapper having a key or
sneaking in undetected. I think it's a load of old bollocks. And in any case, if I ever did see someone sneaking around here, they wouldn't be walking out, I can tell you. Mm-hmm. No offense. Eingenickt, Zeitung. I'm curious. How could the kidnapper have come to be in the possession of a key? Now, I've been thinking about that, and there's a lot of ways someone could have got around it, if they were so inclined. Please, elaborate. They could have stolen a key. Maybe they did it before and then locked the gate. Maybe they got a key copied weeks ago and then returned the original. You have put a lot of thought into that, haven't you? I've known some types in my time. You'd be amazed how resourceful some folk can be. Resourceful, deceitful. It's a fine line to tread. No disagreement there. Right. Well, please continue. Regardless of all that, I tell you what I did here that night. The smash. About 11, I'd say. That little girl must have kicked up a right old fuss. God knows how we didn't hear. That's when I turned on my floodlight. I looked out my window. I saw Mr. Morgan. Right there, laying in a puddle of his own blood. It's a wonder he didn't bleed out. I must have just missed it, did it? I tell you, that blood ain't coming out my clothes anytime soon. Ich finde es halt, wie gesagt, ein bisschen schade, dass man immer nur eine Sache fragen kann. Ich habe das Gefühl, ich stelle die falschen Fragen, wie bei Matrix. Ich stelle die falschen Fragen, sodass mir dann wichtige Widersprüche oder sowas entgehen. You're sure it was Charlotte May who caused the smash? Who else would have been? And you're sure it was at 11? By then, yeah. It's a long time after the first noise at 10, wouldn't you say? Almost an hour by your account. Yeah, I suppose. Doesn't it seem a little strange to you? All of this is strange to me, Mr. Conway. This is daily view. Things like this don't happen here. Until now. Until now. Other than that, I don't know what more I can say. We all get what's coming to us, don't we? Anyhow, what if it was me? What are you gonna do about it? Well, for a start, I would have... Maybe I did do it. Oh, maybe you did it. You could be wasting time questioning me to cover your own back. That would be a funny old turn, wouldn't it? I have to say, Mr. Levy, we've not spoken this much before, and I find you strangely heartless considering the circumstances. I'd imagined you'd feel a little more sympathy for your neighbor and his missing daughter. You say you had nothing to do with it, but I can't help but think. Go on. I think you're hiding something. Something to do with Charlotte May. And when this is all said and done, Mr. Morgan will know who helped and who stood in the way of my investigation. I hope to God you had nothing to do with it. Listen to me. You think you got problems now being in that chair. You keep this kind of thing up, you're gonna end up hurt. Or worse. Is that a threat, Mr. Levy? A warning's what it is. Well, consider me warned. It's late, Mr. Conway. Piss off. Diese Szene hier, diese ganze Dialogszene, die jetzt in den letzten paar Minuten lief, fand ich das Spannendste an der ganzen Geschichte.
Ich finde so during our conversation, Harold Levy was imposing, attempting to intimidate me. It's clear the man does not like me, and the feeling is mutual. I'm certain he's up to no good, and I suspect it has something to do with Charlotte May. The chemicals I found appear to match the crime scene, no question there. There are, however, some things that still remain unanswered. Jawohl. Hi Nordisch, du kommst gerade, wenn ich Feierabend mache. Wenn ich hier Feierabend machen kann. Ich kann jetzt Feierabend machen. Ne, weil ich habe gerade sozusagen die Durchsuchung und die Ermittlung im Haus von Mr. Levy abgeschlossen. Also, naja, abgeschlossen ist wahrscheinlich erst, wenn ich die Beweise zusammentrage, ne? Naja. So. Also, ich stoppe mal die Aufnahme.